So, und da sind wir wieder bei Goodbye Deponia. Und ich habe jetzt eine kleine Aufnahmepause eingelegt und möchte eigentlich mal gucken. Hier haben wir letztes Mal immer Wasserspender, Olivenöl, Ölflasche, Bohnensack, Schrottballschläger. Dann haben wir hier die Tür aufgemacht. Das weiß ich noch. Da kommen wir da oben raus. Okay. Ich wollte ja noch mal gucken. Hier ist noch so ein Ding, da kommen wir noch nicht durch. Ich möchte aber noch mal runter. Gerade. Oh, Stechuhr. Ist bald mal Feierabend? Ich glaube nicht. Wollte hier vorne mal was ausprobieren. Nee, nicht so. Okay, daneben nicht. Dann gehen wir jetzt wirklich mal da hoch. Gucken wir da oben, was die drei Fragezeichen sind. Schauen wir mal. Hey! Oh. Hallo! Was soll das Versteckspiel? Oh, ich habe Besuch. Wie schön. Nicht ist hier schön. Na doch. Du lebst wieder. Ist doch fantastisch. Ach, das schon gar nicht. Ich sollte eigentlich tot sein. Jetzt beruhige dich doch erstmal. Möchtest du vielleicht einen Pfefferminztee? Der entspannt und macht einen frischen Atem. Es gibt nichts Besseres, wenn man gerade erst wieder auferstanden ist. Ich hab keinen Bock auf Pfefferminze. Ich will antworten. Wo bin ich hier? Wer bist du? Wo bin ich hier? Willkommen in meinem bescheidenen Zuhause. Du wohnst hier? Hübsch, nicht wahr? Früher einmal war das hier die Anlage, in der der Organon erschaffen wurde. Es handelt sich um eine Klonfabrik. Sieht aber eher wie eine Müllverwertungsanlage aus. Ist es auch. Man benötigt viel organisches Material, um Menschen zu klonen. Willst du damit sagen, dass der finstere Fiskus eigentlich Biomüll ist? An deiner Stelle wäre ich nicht so überheblich, Prototyp R. Was für ein Typ? Prototyp R? Selber Prototyp. Ich wollte dich nicht beleidigen, Rufus. Du kennst meinen Namen? Natürlich kenne ich den. Ich habe ihn dir ja selbst gegeben. Was soll das denn jetzt? Zugegeben, nicht mein kreativster Name. Du stammst aus einer Reihe von Prototypen, die der Massenproduktion des Organon vorangingen. Nur drei überlebten: Prototyp A, Prototyp C und du, Prototyp R. A und C? Argus und Cletus. Und R wie Rufus. Genau. Rufus steht für rothaarig. Ich dachte, ich könnte euch anhand der Haarfarbe unterscheiden. Aber ich habe es nie hinbekommen, dass die Haarfarbe die Pubertät überdauert. Leider war das nicht die einzige Macke. Alle Prototypen hatten Probleme, bevor ich die richtige Mischung fand. Die Klone waren als entbehrliche Arbeitskräfte konzipiert. Ich nahm euch den Respekt vor dem Leben. Leider führte es dazu, dass viele von euch auch keine Angst vor dem Tod hatten. Es gab diverse Unfälle. Okay. Das ist nicht wahr. Doch, das ist es. Aber es kann nicht sein. Ich bin nicht wie die Organons, ich bin nicht wie Cletus oder Argus. Wir fragen uns einfach mal durch, ne? Ich bin nicht wie die Organons. Das habe ich auch nicht behauptet. Es stimmt zwar, dass ihr fast identische Gene habt, dieselbe Respektlosigkeit vor dem Leben, aber eine Sache ist dir zu eigen, die ihnen fehlt. Sex Appeal. Hoffnung. Ja, und Sex Appeal, nicht wahr? Ich bin nicht wie Cletus oder Argus. Natürlich nicht. Cletus hatte eigentlich mal grüne Haare und Argus blaue. Ja, ich hatte jetzt nicht an die Äußerlichkeiten gedacht. Die beiden sind hinterhältig und falsch. Das bin ich nur, wenn niemand zuguckt. Die beiden sind arrogant und selbstgefällig. Ich hingegen bin super. Die beiden sind gemeine Arschlöcher und ich bin ein... Wow, komm mal runter, Alter. Ihr seid nicht identisch. Weil du viel mehr bist als nur die Summe deiner Gene. Jede Erfahrung, jede Erinnerung addiert sich zu der Persönlichkeit, die du heute bist. Du meinst, wir waren mal komplett gleich? Aber ich hab dazugelernt? Exakt, Tokowski. Naja, zumindest so ähnlich. Das Gen zum Dazulernen wurde bei dir falsch exprimiert, aber der Rest stimmt. Das sehe ich auch so.
wenn ich ein Klon wäre? Müsste ich dann nicht wieder ganz jung sein? Eine gute Frage. Siehst du diese Behälter da drüben? In diesen Reifungskammern kann ich den natürlichen Alterungsprozess simulieren. Du kannst deine Klone also bis zu einem beliebigen Alter reifen lassen? Genau. Warum hast du dich dann so alt gemacht? Sei nicht so unhöflich. Wenn ich ein Klon bin, ja? Warum habe ich dann immer noch denselben Mantel an? Ernsthaft? Oh, schon wieder die Klamottenfrage. Verdammt nochmal, ich erschaffe Leben. Man sollte denken, dass das im Zentrum der Verwunderlichkeiten steht. Aber nein, immer fragen alle nach den Klamotten. Entschuldigung. Wenn ich ein Klon bin, warum kann ich mich dann an alles erinnern? Ah, du passt ja auf. Na, natürlich passe ich auf. Das war in deinem Design eigentlich nicht vorgesehen. Aber na gut, die Technik dahinter ist eigentlich ganz einfach. Mit einem Ganzkörperscanner wie diesem hier kann ich ein komplettes Speicherabbild deines neuronalen Netzes anfertigen. Beim Reifungsprozess werden in diesen Klonkammern dort mit Hilfe von winzig kleinen Messern die sich neu bildenden Nervenbahnen in die richtige Position getrimmt. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie beim Beschneiden eines Bonsai-Bäumchens. Hm? Mit dem Unterschied natürlich, dass das Gehirn viel komplexer ist und die Schnitte innerhalb von Nanosekunden... Entschuldige, was war das nach nicht vorgesehen? Nicht so wichtig. Okay. Nichts von dem, was du da faselst, ergibt irgendeinen Sinn. Ich weiß, das war vielleicht ein bisschen viel Information auf einmal. Wenn du Fragen hast, immer her damit. Wer bist du? Mein Name ist Hermes. Ich habe früher diese Klonanlage geleitet. Da musst du ja uralt sein. Technisch gesehen bin ich erst seit 2 Tagen am Leben. Ich klone mich regelmäßig neu. Das hält jung, aber meine Gene sind alt. Die Abstände werden immer kürzer. Warum stirbst du nicht einfach? Warum sollte ich? Mir geht es super. So siehst du gar nicht aus. Mein Gott, akzeptier's doch. Deine Zeit ist abgelaufen. Im Gegenteil, ich bin topfit. Oh, könntest du kurz... Danke. Wo war ich noch stehen geblieben? Du bist topfit. Ach ja, genau. Wie ein Turnschuh. Okay. Warum lässt du mich nicht sterben? Genau genommen warst du tot. Ich habe deine Überreste geklont. Ja, aber warum? Ich hätte es verdient, tot zu sein. Sei nicht so hart zu dir. An so einem schönen Tag sollte niemand tot sein. Das ist kein schöner Tag. Ich habe alles vermasselt. Boah, kann es sein, dass da jemand einen kleinen Schuldkomplex hat? Egal, was du getan hast. Komm darüber hinweg. Das Leben geht weiter. Das nennst du Leben? Das ist kein Leben. Das ist maximal ein billiger Abklatsch vom Leben. Ein Plagiat. Eine künstlich erzeugte, schlechte Imitation. Oh, hier ist nichts künstlich. All meine Klone sind aus komplett biologischem Anbau. Sagtest du nicht, dass du die Zutaten im Müll gefunden hast? Biomüll. Alles ganz natürlich. Oh, bis auf die Nukleinsäure. Die wird aus radioaktivem Schlamm synthetisiert. Das ist nicht wahr. Doch, das ist es. Aber es kann nicht sein. Das Leben geht eben nicht weiter. Es war alles umsonst. Hippodia ist verloren. Genau wie Goal. Und es ist alles meine Schuld. Warum soll ich dieses scheiß Leben eigentlich noch weitermachen? Weil es noch Hoffnung gibt. Das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter. Wie stellst du dir das vor? Willst du mit dem Apparillo da etwa ganz Deponia klonen? Ich zeig dir jetzt mal, was ich von diesem bescheuerten Ding halte. Nein, Rufus, tu es nicht. Na dann halt. Anarchie! So, jetzt hier, komm. Hermes! Aua! Stahlträger, wir machen alles zunichte! Doch! Alles muss sterben! Oh, Alter! Jetzt richte einfach mal alles ein. Alter Falter. Weg da! So,
Jetzt bist du dran. Was hast du getan? Du hast alles kaputt gemacht. Jetzt war alles umsonst. Na endlich, er hat's verstanden. Du hattest mit allem recht. Außer mit einer Sache. Das alles ist meine Schuld. Ich war es, der damals geglaubt hatte, Deponia sei nicht länger bewohnbar. Und ich habe den Evakuierungsplan entworfen. Ich habe Elysium erdacht und den Organon erschaffen. Als es dann soweit war, kamen mir Zweifel. Ich blieb auf Deponia zurück, um nach einer besseren Lösung zu suchen. Ich hatte alle Zeit der Welt und habe trotzdem versagt. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann nicht wieder gut machen, was ich getan habe. Ich dachte, ich hätte es verdient, mit der Schuld zu leben. Aber selbst das war noch zu optimistisch. Denn wo Leben ist, ist auch Hoffnung. Ich habe nur verdient, mit der Schuld zu sterben. Okay. Heul doch! Goal? Ja, das... Goal? Goal! Sie ist immer noch tot. Was hatte ich auch erwartet? Aber irgendwas hatte Hermes doch mit ihr vor. Er wollte sie doch nicht etwa. Ich sollte dringend mal mit ihm reden. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Jetzt gibt's Schläge, Hermes. Das kannst du dir aber... hinter die Ohren schreiben. Es ist zu spät, Rufus. Du hattest recht. Es gibt keine Hoffnung mehr. Ach du Scheiße. Das ist doch jetzt nicht sein Ernst. So ein Scheißdreck. Was mache ich denn jetzt? Okay. Können wir jetzt... Ist er jetzt auch tot? Wieso sterben denn jetzt alle? Will hier weg. Gott. Oder mal in die Fabrikhalle. Gott, okay. Trichter. Ja, pff. Was machen wir jetzt? Hierüber wird der... Und diese Tafel dort zeigt den Füllstand der einzelnen Sieht so aus, als... Okay, also füllen wir da jetzt mal was rein. Ich weiß ja nicht recht. Mal, Schwamm drüber. Da hätte ich Goldmütze aufgesetzt, geil. Okay. Puh, das Öl scheint noch als Fett durchzugehen. Glück gehabt. Gut, Wasserspender. Na, ob das wirklich noch gut ist? Ah, ich wusste doch, dass mit der Plörre was nicht stimmt. Außer der Wasseranzeige ist auch die für Mineralstoffe gestiegen. Bah! Wurscht. Auf diese Weise habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Okay. Und Olivenöl? Ein bisschen Öl sollte ich mir aufsparen. Aber nicht, dass ihr der erzählt hat... Ich glaube, ich habe gerade einen schlechten Witz übersprungen. Ist doch so schön. In der Not frisst der Teufel Kakerlakeneier. Na, was habe ich gesagt? Die Eiweißanzeige ist gestiegen. Und die für Kohlenhydrate gleich mit? Am Ende waren das tatsächlich Kakerlakeneier. Okay, was können wir machen? Eiweiß, mysteriöse sechste Anzeige. Diese Anzeige ist anders, was die wohl zu bedeuten hat. Aber solange sie grün leuchtet, wird schon alles in Ordnung sein. Tja, bloß was tun jetzt? Okay. Ich überlege gerade so ein bisschen, was wir noch machen könnten, was wir noch nicht gemacht haben. Ich weiß es ganz ehrlich gesagt jetzt nicht. Haben wir hier was Neues? Plow of Fizz. Pommesbeute, Frittenfett, Jodsalz. Imbisswagentür, da kommen wir aber noch nicht hin. Ein Hindernis. Ne, da kommen wir nicht hin. Hier ist Stechkarte. Aha. Da meint es aber jemand ernst mit den Überstunden. Der Arbeitsantritt liegt so weit zurück, dass die Löcher schon wieder zugewachsen sind. Okay. Oh. Ich hab mein SMS. Sorry. Stechkarte. Wo kann die denn mal hin? Nee, der Trichter?
Also bitte, hier ist ein bisschen mehr Respekt vor dem Wunder des Lebens. Ja, ist das schon gut. Frag mich nur, was das hier mit dem Wunder des Lebens zu tun hat, aber gut. Ich überlege mir gerade, was wir jetzt mit der Stechkarte machen müssen. Wir müssen mal ein bisschen überlegen. Stechuhr. Stechuhr? Was denn? Immer noch kein Feierabend? Das muss wohl daran liegen, dass die Löcher vom Arbeitsantritt schon wieder zugewachsen sind. Okay. Dann ziehe ich oben noch was. Ölmühle. Stechkarte. Na, der Koch hat jedenfalls. Ja, hat er. Gehen wir nochmal hier rüber. Zum Klonlabor. Ja, seht ihr, da haben wir nämlich noch ein Rohr. Und hier haben wir noch eine Konsole. Ah, okay. Rufus. Schalter? Okay, das muss ich jetzt noch nicht verstehen, glaube ich. Das kommt nicht in die... Ich bin einmalig. Du, wer? Oh nein. Von diesen Typen gibt es wirklich schon... Oh. Hallo. Warte! Nicht! Okay, jetzt bringt er sich immer wieder um. Da müssen wir noch mal gucken. Weil wir haben ja hier auch noch ein Rohr. Oh. Vampirschnabeltier? Schön brav sein. Hörst du? Ein Vampirschnabeltier. Die Sorte kenne ich ja noch gar nicht. Nee, ich auch nicht. Oh. Oh. Ach Gott. Okay. Gehen wir nochmal hier rein. Ich habe eine Idee. Wir haben ja hier noch eine Stechkarte, ne? Und Stechkarte, Zähne, you know? Einmal entwerten, bitte. Ah, seht ihr mal. Danke. Okay, zurück. Moment mal. Wie geht's denn? Wie ging's denn noch weiter, oder? Nee, ging's nicht. Okay, so kommen wir natürlich nicht? Auch raus. Nee, doch nicht. Okay. Goal. Okay. Gehen wir nochmal hier lang. Gehen wir nochmal runter. Jetzt können wir ja eigentlich die Lochkarte. Stechkarte. Die Stechuhr. Reinmachen. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen neuen Überstundenrekord aufgestellt! Damit Sie sich immer an diesen schönen Augenblick erinnern können, erhalten Sie eine tolle Gratifikation. Knoblauch! Denn gerade im Alter ist Knoblauch gut fürs Gedächtnis. Und Ihren Überstunden nach zu urteilen, sind Sie jetzt sehr alt. Viel Spaß bei Ihrem verdienten Feierabend. Geil. Oh, jetzt kommen wir hier runter. Ja, schön. Haben wir Knoblauch bekommen. Das ist so schön. So, Knoblauch können wir vielleicht auch oben nochmal dann gucken. Dann gucken wir nochmal. Keine Chance. Sie ist total zugerostet. Ein Hindernis nach dem anderen. Können wir das nehmen? Nee. Okay, zugerostet. Nee, warte mal. Vielleicht Öl zugerostet und so weiter. Ah, Tatsache. Wer sagt's denn? Es hat tatsächlich funktioniert. Unfassbar. Kann es sein?
dass ich gerade tatsächlich einen Verwendungszweck für Oliven entdeckt habe? Boah, ich werd nicht mehr, Rufus. Salz. Plofis. Pommesbeutel. Frittenfett. Macht er sich einfach so im Mantel. Ist ja super. So, jetzt haben wir alles hier unten, ne? Gucken wir mal, was wir damit noch, davon noch in den ja, Trichter machen können, ne? Okay. Ach nee, Quatsch, ist jetzt weit hier. So, Salz. Gucken wir mal. Wie sagt man doch so schön, was du frisst, das bist. Okay. Was Rufus auch immer endlich sagt. Endlich kommen wir zu den Grundbausteinen des Lebens. Pommes, okay. Plofis. Plofis ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Es gab Monate, da habe ich mich von nichts anderem ernährt. Okay. Whatever. Das wird lecker. Rufus der Sternekoch und noch eine Knoblauchzehe. Also bitte, ich suche hier nach den Baustein. Okay. Alle. Eiweiß. Ich wundere mich gerade, weil Eiweiß noch nicht auf der höchsten Stufe steht, oder doch? Sehe ich das vielleicht nur falsch? Ich weiß es ja nicht. Achso, wir müssen hier erst hoch, ne? Aber wir haben hier sonst auch nichts weiter. Nee. Okay, gehen wir mal hier an die Konsole. Und gucken mal, jetzt ist Hermes wieder ausgewählt. Auf die 3. Oder auf die 1. Tja, was leuchtet denn da? Eiweiß. Ist doch nicht ganz ausgefüllt. Gehen wir auf die 1. Machen wir den Hebel. Müssen eigentlich schon längst die Folge beenden, aber... Gut, ich mache jetzt mal eine kleine Überlegung-Folge. Ich muss die Folge auch heute noch hochladen. Mal gucken. Oh, scheiße. Okay. Das ist doch zum Mäusemelken. Okay, er ist also ein Suizid-Tod. Okay, warte mal. Vielleicht irgendwie hat das mit den Stufen was zu tun hier, wenn wir auf die 3 mal schalten. Bevor ich mir noch einen Hermes hole, sollte ich erstmal die alten aufbrauchen. Bevor ich mir noch... Die Alten sind noch schon tot. EDF. Okay, das ist der zweite. So ein Mist. Okay. Halt! Oh, Mensch! Ah, ich verstehe. Okay, 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 okay. Also die verbrennen immer da drin, aber da kann er ja nicht verbrennen, weil da fällt er ja weich. Okay, da ist das hüpfende Komma. Bevor ich mir noch einen Herrn. Tja. Pff. Oh Gott, ein Hermes. Bevor ich mir noch einen Hermes hole, sollte ich erstmal die Alten aufbrauchen. Ja, die Alten sind doch tot. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich guck mal, wie das dann hier weitergeht. Wir sehen uns dann, ja, und warte, ich gehe hier noch raus. Speichere eben nochmal schnell. Speichern. Speichern. Überschreiben. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Auf Wiedersehen und tschüss.